sondern die Eltern alles in den Assistenten. Irgendwann ist Schluss und du bist und lachst im Bett. Das Leben ist kein Pony, okay, kriegt man nicht zu schenken. Man wird nicht viel erreichen, wenn man so nicht weiß, wie denkt. Das wird für dich kein Kinderspiel, du hast noch 15 Arme. Sind die nicht bei Wünschgeber? Warum soll ich dir das denn noch erklären? Wir befinden uns jetzt hier Backstage mit Radio Bastard und die Band eröffnet heute das Herz rockt. Wie fühlt ihr euch jetzt so kurz vorm Auftritt? Unglaublich nervös. Also das ist der Höhepunkt unserer bisherigen Punker-Karriere. Falsche Antwort. Mega cool. Mega cool. Deine Eltern legen an zu und du stehst alleine da. Denkst, wie soll ich das noch schaffen? Ohne Papa. Ja, euer Motto ist ja, das Leben ist kein Eu-Konzert. Könntet ihr das bitte kurz erklären, was dahinter steckt? Ich habe doch keine Ahnung, warum das so ist. Das ist, ich glaube, wir waren betrunken. Das ist so ein Insider-Gag. Und das Leben ist halt kein Eu-Konzert, weil Eu-Konzerten ist immer alles wunderschön und toll. Und das Leben ist halt nicht immer wunderschön und toll. Und da muss man ab und zu auch mal was tun. Nicht saufen. Doch da musst du jetzt durch. Du bist jetzt ganz alleine. Ihr beschreibt euch selbst als nett, gut aussehend und fast immer freundlich. Was braucht es denn, damit ihr doch mal aus der Fassung kommt? Wenn mir Dinge zweimal hintereinander runterfallen und wenn ich irgendwas nicht finde. Was vor allem, wenn er besoffen zur Probe kommt und ich so einen fetten Hals kriege und ihm nur noch in die Presse hauen möchte. Dann rast dich aus, Mann, dann rast dich aus! Ich krieg sofort einen Schreianfall und zittrige Beine. Das Leben ist kein Ponyhof. Aber ansonsten sind wir echt gut drauf, ey. Ja, ich merk das schon. ihr seid ja auch immer dezent philosophisch in euren Texten. Das Leben ist kein Ponyhof oder auch lebenswert. Was macht denn das Leben in dieser Region hier lebenswert? Punkrock. Ja. Die Möglichkeit, bei Eltern im Keller Stromgitarren anschließen zu dürfen. Und den Missmut über diese Gegend, aus der man kommt, in Lieder zu verpacken. Das ist hier. Woher kommt denn der Missmut? Von der Unzufriedenheit durch das, was hier abgeht, nämlich nichts. Aber Herz rockt. Puh. Ja. Also geht doch ein bisschen was. Ja, stimmt, Herz rockt. Herz rockt. Herz rockt. Und wie benehmen sich die Fans auf euren Konzerten? Was machen die so? Die ziehen sich immer aus und werfen uns mit ihren Körper. Ja. Und zügellos. Zügellos. Sehr gut drauf. Sehr gut drauf. Schmeißen sie auch mit Dingen? Schmeißen mit BHs und Stangas. Das ist aber jetzt erst zweimal vorgekommen. Und was macht ihr dann damit? Sammelt ihr die Sachen? Ich verkaufe die ins Ausland. Ist das so eine Rückversicherung, falls es mit der Musik nicht klappt vielleicht? Richtig. Das ist getragene Unterwäsche verkaufen. Man muss immer so seine Finger überall haben. Ja, es gab auch schon Sex untereinander, aber anderes Thema. wie würdet ihr denn den Stellenwert dieses Festivals einschätzen, besonders für so junge Bands wie euch? Wie wichtig sind solche Veranstaltungen? Sehr wichtig. Sehr wichtig. Bands wie wir oder die Jüngeren, die morgen spielen, die haben außer den Jugendhäusern hier in der Gegend nicht große Möglichkeiten. Besonders wenn die noch jünger sind, können die nicht unbedingt in irgendeiner Kneipe spielen. Und da ist das schon eine super Möglichkeit. Wenn ihr jemanden davon überzeugen müsstet, hier hinzukommen, egal ob als Zuschauer oder um hier zu spielen, was würdet ihr denn demjenigen erzählen? Es gibt Bier. Gar nichts erzählen, ein Foto von uns zeigen und ey, wenn du uns sehen willst, da sind wir. Wir sind schließlich schön und nett und gut aussehen. Fast immer freundlich, ja. Das war ein schönes Schlusswort, dann bedanke ich mich für das Interview. Kein Problem.